Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Ganz unerwartet ist heute bereits Xiaomi Smart Band 9 Tag. Oder wie wir Älteren sagen, das Xiaomi Mi Band 9 ist jetzt bei uns in Deutschland verfügbar. Vor einigen Wochen wurde es offiziell in China vorgestellt und heute Morgen aus dem Nichts kam eine Pressemitteilung, das Mi Band 9 ist jetzt auch in Deutschland erhältlich. Ich habe direkt auf Amazon zugeschlagen, habe es in allen Farben bestellt, bedeutet Silber, Schwarz, gibt es jetzt auch in Blau und in Rot. Und das Silberne ist tatsächlich am gleichen Tag von Amazon schon bei mir angekommen und ich freue mich jetzt einfach darauf, nicht nur, weil ich den Galaxy Ring echt unangenehm zu tragen finde, aber es ist einfach wieder die Zeit des Jahres, wo die ganzen Wearables erscheinen. Mit den Smartwatches von Samsung bin ich eigentlich durch. Die Apple Watches im September zeichnen sich gefühlt wieder ab und aus dem Nichts kommt dann irgendwann mein geliebtes Mi Band, wo ich ja seit der ersten Generation alle durchprobiert und getragen habe. Und wir gucken jetzt einfach mal rum. Ich meine, von der Verpackung sieht aus wie eigentlich immer, seit sie es geändert haben, von Schwarz nach Weiß. Mi Xiaomi Logo oben, Smart Band 9, ne, ich finde den alten Namen immer noch besser. An der Seite der Hinweis, wir haben wieder 5 ATM Wasserresistenz, 150 Sportmodi, wobei sie, glaube ich, irgendwo im Kleingedruckten irgendwas sogar, also auf der Webseite reden sie sogar so von 150 oder 150 plus Sportmodi. Sehr interessant. Dann Allround Health Monitoring. Ich habe schon gedacht, AI, bitte nicht hier auch. Multiple Choices und Band Faces, ja, okay. 1,6 Zoll AMOLED-Display, Metallrahmen, bis zu 21 Tage Batterielaufzeit und ein Vibrationsmotor. Klingt jetzt nicht so spektakulär und der eine oder andere fragt sich, warum sieht das hier so seltsam aus? Ich muss hier kameramäßig wieder improvisieren, filme mit einem Smartphone ohne angestecktes Mikrofon und habe hier nicht ideale Lichtbedingungen. Was kann das 9er jetzt besser als das 8er? Display ist gleich, aber wird doppelt so hell. Maximale Displayhelligkeit, nicht mehr 600 Nits, sondern 1200. Klar, wie so oft bei einem OLED-Display, irgendein Pixel wird heller und erreicht das dann und dann sagen sie, oh, das ganze Display wird in der Spitze. Ja, warten wir mal ab. Dann verbesserte Sensoren. Der Herzpulssensor soll besser sein, 16% genauer. Beim Sauerstoffsättigung der Sensor soll auch irgendwie besser arbeiten. Da sagen sie aber nicht zu irgendwie einem neuen. Was besser, deutlich besser sein soll, ist die Akkulaufzeit. Ne? 21 Tage und 9 Tage Always-On-Display, 6 Tage bei intensiver Nutzung. Da bin ich sehr gespannt, denn das ist, egal in welchem Szenario jetzt gerade genannt, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum 8er. Gucken wir mal. So, ansonsten, die austauschbaren Bänder hatten wir ja schon vorher. Die von den 8ern sollen sich jetzt auch bei den 9ern nutzen lassen. Wir haben das Benutzerhandbuch, ein bisschen dick daherkommend, in mehreren Sprachen. Deutsch geht dann auf Seite 14 los. Und da steht nichts außer Bluetooth-Spezifikation. Ich dachte, wäre die Akkukapazität. Doch, da oben ist sie, 2033 mAh. Ich gebe zu, ich weiß nicht auswendig, was der Vorgänger hatte. Gibt es Xiaomi-Aufkleber? Nein. Gibt es ein Ladegerät? Nein. Ich meine, das Ding kostet genauso wie der Vorgänger 40 Euro. Na, wir haben wieder hier den Magnetpin-Dingster-Bumster. Ich hätte mir ein drahtloses Laden in der 9. Generation jetzt so langsam mal gewünscht. Vor allem, weil man ja dann doch immer denken muss, gerade fürs lange Wochenende reicht der Akku ja. Einfach Tag vorher aufladen, dann passt es. Aber wenn man dann doch mal den 2-Wochen-Trip macht, ne, dann wird es haarig, denn wir wissen ja auch alle, diese 21 Tage, mit denen sie werben, na, das ist das Best-Case-Szenario. In Realität, wenn man es richtig nutzt, gerade mit dem Always-On-Display, sieht das anders aus. So, da haben wir es. Einmal abziehen. Und wir haben unser Metallgehäuse. Schick, schick, also in dieser silbernen Version. Das rentnergraue Band, ich gebe mal wieder zu, nicht meins. Das lässt wieder hier Sony grüßen, wenn die ihre rentnergrauen Kopfhörer benutzen. Vor allem guckt mal den Farbunterschied zwischen dem Rentnergrau und dem schönen, shiny silbernen. Es ist zwar matt silber, da sieht man den Farbunterschied. Also das hätte schickeres Band sein können. Klar, wir wissen es, wir haben jetzt hier dieses einfache Wechseln, da den Pin reindrücken und rausflitschen und dann wieder reinstecken. Das auf beiden Seiten bedeutet, wenn ich hier was anderes tragen möchte. Xiaomi zeigt die Dinger ja auch immer mehr als Fashion-Accessoire-Dinger. Mhm. Ja, okay, ne, aber farblich, naja, ob man jetzt silbernes Gehäuse nimmt, das blaue, das rosane oder das schwarze,
Gucken wir mal. Ich freue mich jetzt hier mal, wahrscheinlich als Pendant zum Galaxy Ring, den ich jetzt hier in schwarz durchnudel, freue ich mich dann doch sehr über das Silberne mal zur Abwechslung dieses Jahr. Vielleicht wechsle ich auch später zu schwarz. Und wer sich jetzt gefragt, Faultier, wofür hast du denn die drei anderen Farben noch? Ich sag nur so viel. Waffeleisen. Die IFA kommt demnächst. Aber egal. Ich packe das Ding mal ganz kurz an Strom, damit es sich einschaltet. Und das geht dann rucki zucki wirklich für eine Sekunde an Strom. Dann kriegt er seinen Startimpuls. Sagt mir, der Akku ist mit 71% geladen. War auch in der horizontalen Uhranzeige, ich sag mal, nachts zum Laden direkt gestartet. Dann habe ich hier meine Sprachauswahl. Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch. Jetzt brauche ich die App runterladen. Da ist der Link. Jetzt habe ich ein Problem. Ich filme mit dem Gerät, mit dem ich es verbinden möchte. Und sehr lange Zeit später sind wir jetzt, machen wir jetzt weiter. Der QR-Code führt einen zu Xiaomi. Die sagen dann, besorg dir die Xiaomi Mi App aus deinem jeweiligen App Store. Runterladen, neues Gerät hinzufügen. Dann wird das gefunden. Dann koppeln die sich. Dann drückt man hier auf OK, auf dem Smartphone auf OK. Dann finden die sich. Dann zieht das Gerät erstmal ein Update. Das wird schnell runtergeladen aufs Handy. Dann dauert es 10 Minuten locker, um es vom Smartphone aufs Band zu kriegen. Dann braucht das Band nochmal 3 Minuten, um das Update zu installieren. Dann kriege ich ein kurzes Tutorial, wo ich überall hingehe. Oben runterwischen für Benachrichtigen, unten rauf für die Apps, links, rechts für die Widgets und solche Sachen. Na? Und dann lande ich im Homescreen sozusagen. Dann habe ich zwar so ein anderes Watchface, was mir jetzt persönlich nicht so zusagt. Hier sind verschiedene Dinger vorinstalliert. Genau, das ist das Standardmäßige. Das ist nicht das Standardmäßige. Ich zeige es jetzt einfach mal. Das war das Standardmäßige, was vorinstalliert ist. Man kann aber ganz normal über die App etliches nachinstallieren. Ne? Ich denke mir ja immer, ich will so viel Infos wie möglich und am besten die Uhrzeit in einer Zeile. Naja, kann man ja einstellen, wie man möchte. Was auch erstmal eingestellt werden muss, sind die ganzen, intensiveren Messungen. So nach dem Motto ganztägiges Sauerstoffsättigung, intensiveres Schlaftracking mit REM-Phasen und solche Sachen. Da geht man am besten in Ruhe einmal durch die Einstellung, gibt vieles zu entdecken. Und dann kann man ja wieder sagen, möchte ich das Always-On-Display, das ist nämlich standardmäßig auch deaktiviert, ne? Dann sieht es so aus, dann kann ich wenigstens vom Handgelenk von der Seite halt immer noch nach wie vor sehen, wie spät es ist, ne? Ohne erstmal diese Bewegung zu machen, die jetzt gerade hervorragend super duper nicht direkt funktioniert hatte. Naja, ach ja, ich könnte das Ding auch erstmal anziehen. Was ich seltsamerweise nicht gefragt wurde, an welchem Handgelenk ich es trage, ob ich es rechts oder links trage. Naja, gut, haben wir das auch einfach mal. So, einmal rein. Boah, dieses Rentnerband, ich weiß es ja nicht. So, ne, warum kommt jetzt nur die Uhrzeit, nicht alles, wenn's an ist? Machen wir mal. Zack. Ich will doch jetzt das ganze Menü sehen. Gut, werde ich mir gleich noch zu Gemüte führen, was ich da in den Einstellungen noch ändern muss. Ne, Wetterpuls und so weiter und so weiter. Ich fange an zu testen. Interessant an der Stelle vielleicht nur, weil als ich es eingeschaltet habe, war ich bei 71%. Und jetzt, ne, sagen wir so eine halbe Stunde rumwerkeln, bin ich bei 65%. Wenn man da dann ein bisschen in die Einstellung geht und dann beim Akku irgendwo landet, jetzt gar nicht Vibration, da Akku, kriege ich auch eine Schätzung. Da sagt er mir jetzt was mit 65% bei 3 Tagen 14. Wahrscheinlich bezogen, ja, wobei kann ja gar nicht sein. Wir haben ja gesagt, Standardmesswert von Xiaomi für Always-On-Display sind 9 Tage. Ja, wenn es ein Drittel weg ist, kann ja nicht 2/3 davon weg sein. Aber wahrscheinlich so, wie ich die Einstellung gemacht habe für das intensivere Messen. Gut. Trage Gefühl, wie die anderen auch. Ich meine, es ist jetzt schon etliche Monate her, dass ich das 8er Band dran hatte. Würde ich sagen, dass das 9er vielleicht ein Ticken dicker geworden ist. Wer weiß, ne? Vielleicht ist ja ein dickerer Akku drin, dafür, dass es länger halten soll auf dem Papier. Warten wir es mal ab. Wirkt auf mich aber wie so ein Standard-Xiaomi-Band. Macht jetzt am Arm auch den normalen Eindruck und trägt sich halt auch ganz normal. Klar, wir hätten hier etliche Wunschkonzerte, was das Ding dann noch besser machen könnte. Dann wird es wahrscheinlich aber nicht mehr 40 Euro kosten, sondern 80. Gut, da sagen vielleicht andere, wäre es mir immer noch wert. Andere sagen, nee, 40 ist die Grenze für so ein... Naja, wenn das mal flöten geht, ist es nicht ganz so schlimm, wenn mir meine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 Euro teure Smartwatch geklaut wird. Und die Dinger können ja im Endeffekt auch 90% von dem ganzen Zeug. Ne? Was sie davon aber, wie gut sie können und ob die Akkulaufzeit jetzt so knorke ist, finde ich die Tage raus. Ich stürze mich wieder ins Abenteuer. Xiaomi Mi Band, ist das überhaupt die 9? Ist es nicht die 10? Wir hatten ja 1S und na, ihr wisst, was ich meine. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Boop.